Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in meinem Archiv. Back, Funk, Love, Soul. Und jetzt nehme ich euch mit auf eine Zeitreise, 14 Jahre 7, Album für Album. 2002, Dedicated 2. Mann, sehe ich da jung aus. Wow. Das ist der Song Please aus dem 2002, mein allererstes Album, auch mein allererster Track, den ich unter dem Namen 7 gemacht habe. Mein Freund DJ Flink, der hier auch zu sehen ist, einem MPC, einem Mikro, einem MIDI-Keyboard im alten Keller, haben wir Beats gebaut und ich habe mir die Seele rausgesungen. Echt einfach ein Liebeskummer-Album. Zu 100% von A bis Z habe ich meinen Liebeskummer über diese Beats gesungen. Ein Oldschool-Hip-Hop-Produktionsalbum, Beats gebaut mit Samples und den Einflüssen aus den 90ern. Und ja, das war dann plötzlich sowas wie ein Album. Auch der Song Anymore ist da noch drauf und auch andere Songs, die wir bis heute noch spielen. Eine Mischung aus Funk, Soul und Hip-Hop. Und jetzt herzlich willkommen, der Seven. Ja, es ist sicher nicht wirklich einfach, weil es ist schwarze Musik und die Schweiz ist halt nun mal ein weißes Land. Und, aber es ist allgemein die schwarze Musik ein bisschen im Kommen. Und mein ganzes Spektrum ist schon ein bisschen, also Funk Soul bezeichne ich eigentlich das Ganze, wenn es live daherkommt. Jetzt gehen wir nochmal ab! Und da hat alles angefangen. Wow. Back, Funk, Love, Soul. 2004, 7 Soul. The only line, I'm just a friend of mine. It's the one dropping like happening, don't stop. Yeah, Player, Player. Den Song werde ich nie weglegen. Es geht darum, dass viele Menschen aus Plastik sind und nicht sich selber sind und sich verstellen. Und in der Musikbranche ist auch sehr viel oberflächlich und in diesem Moment habe ich mich so aufgeregt über solche Menschen. Und ja, denen zeige ich in diesem Track ein bisschen den Stinkefinger. Und nenne die Kinder auch beim Namen. Und den Song, den spiele ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Und wir können uns ja mal eine Live-Version davon anschauen. Seven Soul, das war meine Emanzipation. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nur mit Beats gearbeitet. Ich habe mich textlich aus meinem Liebeskummer raus, weil es mir da sehr, sehr gut ging, auch emanzipiert und es kam Sex rein, es kam Schalk rein, es kam auch ulkige Sachen plötzlich in meine Texte rein. Und auch von der Produktion her habe ich zum ersten Mal mit meiner Band, die ich damals dann zusammengestellt habe, auch live aufgenommen, auch mit einer Band zusammen Songs geschrieben und komplett live eingespielt. Das dann aber auch wieder mit den alten Beats vermischt. Ja, das war echt meine Emanzipation, textlich, produktionstechnisch, wie auch vom Songwriting her. Alt und neu begann sich zu vermischen. Das war mein erstes richtiges Album mit einer Produktion und auch mit ein bisschen Budget. Und da hat alles eine andere Dimension angenommen, auch vom Aufwand. Und ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Album. Wir spielen immer noch viele Tracks daraus. Ja, das war plötzlich mein erster Song am Radio. Damit habe ich nicht gerechnet. Und alle meine Freunde sind alles meine Dudes hier im Video. Boah, der Vorteil. Krass, ey. Mann, waren wir jung. Ja, ich war selber überrascht. Zum ersten Mal habe ich in meinem Auto meine eigene Musik im Radio gehört. Und das war so unglaublich, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Das ist auch kein erklärtes Ziel von mir gewesen. Ich will unbedingt, dass meine Musik im Radio läuft. Sondern ich wollte immer einfach nur besser werden und das umsetzen, was ich im Kopf höre. Und der Song lief dann plötzlich am Radio. Und den spiele ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Back, Funk, Love, Soul. 2005, Love, Jam. To stay with you for all the time, the biggest wish of mine. Und wieder ein ganzes Album. Liebeskummer. Ein großer Liebeskummer. Ich ging zurück textlich zum Anfang, wie alles begann. Aber musikalisch habe ich ganz, ganz neue Wege eingeschlagen. Ich hatte Bock auf so ein Big Band Feeling, so ein altes 70er Jahre Kleid Musik. Ich habe mir Bläser geholt, ich habe mit Streichern gearbeitet, ich habe mir Backing Ladies geholt, ich habe meine Band vergrößert und auch alles komplett live eingespielt mit der Band und das war für mich
ganz was Neues und ich wollte unbedingt sehen, kann ich das, kriege ich das hin, auch als Produzent und auch als Songwriter. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Album, was mich auch live sehr, sehr weit gebracht hat. Feelings are real. I was sitting next to you and saw the tears in your eyes. Why can't we just be together? Sein. Auf Lanzarote sind wir hier auf der Insel. Da laufe ich 5 Tage in diesem Aufzug über die Insel. Und im Text geht es darum, dass ich zumindest ein Lebenszeichen von ihr noch haben möchte. Bitte wenigstens noch ein letztes Zeichen. Und es ist auf vielen Radiostationen auch gelaufen, obwohl es sehr, sehr alt und zeitlos ausproduziert ist und alles live ist. Aber macht immer noch Spaß, sich das anzusehen. Und den spielen wir auch heute immer noch live auf der Bühne. Back, Funk, Love, Soul. 2007. Home. Der Track heißt Wake Up und ist für mich so wichtig, weil das war der erste Track, den wir gemacht haben auf dieser 9-monatigen Reise. Ich war sehr, sehr aufgeregt, ob ich mit den Jungs mithalten kann, weil das ist irgendwie niemand Geringeres als Rassan Patterson, Keith Crouch, die schon mit allen gearbeitet haben. Und ja, deswegen war dieser Track so wichtig, weil ich einfach wusste, ich muss dahin, um zu checken, kann ich da mithalten oder nicht. Und das Video, ja, habe ich immer noch Freude dran. Schräges Ding haben wir hingekriegt. Schau dir das an. Das Album Home war und ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Alben in meiner noch kurzen Karriere. Ich war am Ende meiner Möglichkeiten, weil ich habe alles ausprobiert und mit den Menschen gearbeitet, die ich in meinem Garten kannte und hatte. So, das war mal ein bisschen Bush-Action. Geh mal zur Seite hier. Meine Liste mit Menschen, mit denen ich mal arbeiten möchte, die auch den modernen Soul zu dem gemacht haben, was er ist. Ich wollte einfach wissen, wie machen die das? Warum klingt das Brandy-Album so, wie es klingt? Warum klingt dieses Album so, wie es klingt? Und habe dann echt aus den Booklets von den CDs einfach die Namen rausgeschrieben und habe die dann gesucht online, damals noch über MySpace, und habe einfach mal alle angefragt. Und was dann geschah, war echt einfach unfassbar, weil sie haben alle zugesagt, wirklich ausschließlich alle, von Menschen, von den Roots, D'Angelo Team, Musik Soul Child Team, Erykah Badu Team, einfach alle haben zugesagt, weil es für sie schräg und außergewöhnlich war, dass ein Schweizer ihren Sound macht. Und ich gab dann die Vorgabe, wir gehen in ein Studio und ohne Vorgespräch schauen wir, was passiert. Und die wollten alle wissen, was ist das denn für ein Verrückter? Und dann war ich 9 Monate unterwegs. Oh, this is the last song I wrote for you. Please never forget that there is someone who cares. Das ist der Song Golden Stairs. Und das war zum ersten Mal im ganzen Land auf allen Radiostationen zu hören. Und wir gingen irgendwie in die Charts damit. Und das war echt schräg, das ist irgendwie noch heute. Weil in dem Track geht es darum, dass ich mir hätte vorstellen können, bis ans Ende zu gehen mit einer Frau. Und dann ging das in die Brüche und ich sitze da alleine, nun ganz alleine auf dieser goldenen Treppe. Also wieder Liebeskummer. Back, Funk, Love, Soul. 2009, Like a Rocket. Nachdem ich für Home mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Teams gearbeitet habe, jeden Song mit jemand anderem, hatte ich echt Bock, nach diesen 9 Monaten durch Amerika reisen, alles, was ich gelernt habe, in meinen 4 Wänden umzusetzen. Ich habe mir meine 2 besten Musikerfreunde zur Seite gezogen und mit ihnen im Trio das Album von Grund auf bis zum Master komplett im Trio umgesetzt, geschrieben, produziert, arrangiert. Los mit dem Arsch, ich glaube ich nicht. Es ist ein Crossover-Album, das heißt sehr, sehr klassisch R&B aufgebaut, aber mit sehr viel Liebe zum Detail und auch mit viel Live-Instrumentierung gemischt und zum ersten Mal auch sehr, sehr viel Elektronika benutzt, aber das dann auch mit Moogs und B3 und echten Streichern gemischt. Und ich durfte auch ein paar echt tolle Gäste verpflichten, wie Talib Kweli, Omar oder Beverly Knight. Und ja, es ist ein tolles Album, das macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ja, die Lisa. Der Song hat dann echt alles verändert.
da war sie plötzlich da, die Lisa. Und es geht darum in diesem Song, dass jeder, egal in welcher Situation, sich alleine fühlen kann. Ob wirklich alleine oder unter vielen. Sind wir nicht alle ein bisschen Lisa? Back, Funk, Love, Show. 2010, Unplugged. Wir befinden uns im Studio. Raffi, du bist da ganz allein. I can make you happy. I know that you want me. Nach so viel Produktion und auch immer größer werdenden Shows hatte ich echt Bock, wieder zurück zur Essenz zu gehen. Ich nahm 12 Songs von mir und habe sie ausschließlich mit Instrumenten eingespielt, die ohne Strom funktionieren, also die ohne Strom klingen. Das heißt im wahrsten Sinne des Wortes, im ursprünglichsten Sinne, unplugged. Das heißt, ich singe da hinten, irgendwo da, und dort wird Bass gespielt. Dort hinten wird Gitarre gespielt, da wird aufgenommen. Und dort hinten ist Schlagzeug. Das heisst, wir können das vierte im gleichen Studio miteinander aufnehmen. Und diese Produktion und auch dieses Arrangieren und dieses Umsetzen der Songs in dieser Form, das hat mich extrem viel gelernt, wovon ich heute auch vor allem live natürlich noch zehre. If there's a God, I pray for your goal. Your one way is the smile of my hope. Wir schauen das Video Unplugged on and on. Das ist das Video zu On and On. Das sieht genau exakt aus wie das Cover der Unplugged-Platte. Einfach, dass wir genau diese Einstellung gefilmt haben. Und ohne Schnitt habe ich das ganze Ding einmal durchperformt. Und ja, das habe ich ein paar Mal gemacht, bis ich da zufrieden war. Ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, das Ding dann auch live zu spielen. Wir haben dann Unplugged mit einer großen Band, mit Streichern und allem, dieses Album und auch diesen Song dann live quer durch die Schweiz gespielt. Hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Back, Funk, Love, Soul. 2012, The Art is King. Zu meinem 10-jährigen Jubiläum habe ich ein Exempel statuiert, denn oft wird Kunst oder allgemein kreative Arbeit nur dann als Kunst bezeichnet, wenn es nicht erfolgreich ist. Und um dem entgegenzuwirken und zu sagen, hey, Kunst gehört uns allen und mit dieser Message auch allen, die Kunst für sich reservieren, den Stinkefinger zu zeigen, habe ich ein ganzes Album gemacht. I need a parent that can bring me up. I need a job, creative and open. It is called art and it will never stop. Aus diesem Grund habe ich mir einen Jazzpianisten geholt. Wir sind nach New York gefahren, haben uns da vergraben, haben zu zweit am Piano, ganz klassisches Songwriting, zu zweit Songs geschrieben und haben dann diese Songs im Studio mit meiner Band so umgesetzt, wie die Songs das wollten. Entgegen meinem Genre, das war dann nicht Soul, das war nicht Funk, das war einfach komplett frei, auch das war auch nicht Seven, sondern frei nur das tun, was der Song will. Um einfach zu zeigen, nein, nur weil jemand erfolgreich ist, nur weil etwas auch jetzt im Mainstream stattfindet, tut er nicht das, was von ihm verlangt oder das, was erwartet wird. Und genau deswegen war dieses Album so, so wichtig für mich. In the city of home. Klingt nicht wirklich nach Seven, ist ein kompletter Ausreißer. Mein Disorder und mein Alien, The Art is King. I'm walking with you by my side. Lost. If I don't push my name.
I have to stay the same. Back, Funk, Love, Soul. 2015. Back, Funk, Love, Soul. Nach dem Jubiläumsalbum The Art is King, wo ich mein Genre und meinen Stil komplett verlassen habe, hatte ich natürlich Bock auf das Gegenteil. Zurück zu meinen Wurzeln, ein Funk-Soul-Album, komplett im ursprünglichsten, oldschool-mäßigsten Sinn überhaupt. Und habe in Eigenregie ein Album produziert, das auch für mich ein Statement ist und für mich wichtig, da gehöre ich hin und da bin ich zu Hause. Und mit dem Zugang von Massimo Bonanno am Schlagzeug und Red an den Keys kamen auch die fehlenden Puzzleteile da zum richtigen Zeitpunkt dazu, um diesen Sound auch umzusetzen. And I try to be the man I be, the man I should be. Funk and Soul. Wenn es dir gefällt, gefällt dir dieses Album. Wenn nicht, dann nicht. Yeah, das war der verrückte Sommer, als die Fantastischen Vier uns angefragt haben, mit ihnen auf Tour zu gehen. Und das war der Song, mit dem haben wir jeden Abend angefangen. Wow, das war eine geile Zeit. Back, Funk, Love, Soul.